Er ist liebenswürdig und ein super Typ. Hey, was für ein Dollar? Millionen davon. Sie ist einfühlsam und eine Frau fürs Leben. Wieso will eigentlich jeder immer ständig was von mir? Weil sie die Ratgeberkolumne schreiben? Aber immer dann, wenn es besser nicht mehr laufen kann. Was? Passiert das. Wir haben 52 Millionen Dollar verloren. Und das. Und boom. Und das sowieso. Du bist ein totaler Loser und deshalb verlasse ich dich. Ach übrigens, Schatz, die Miete ist fällig. Mal wieder. Können Sie mir sagen, ob sie jetzt zur Arbeit kommt oder ob ich sie von der Gehaltsliste streichen kann? Aber Ryan lässt sich nicht unterkriegen. Gehalts? Und startet in ein neues Leben. Ich möchte die Leserbriefe abholen, die für Cindy da sind. Was denn gleich alle? Oh! Ich hoffe, du kannst sie tragen. Du schreibst jetzt wirklich Cindys Kolumn? Liebe Cindy. Ich plane meine Hochzeit, aber das interessiert meinen Verlobten nicht. Während Sie sich die Farbgestaltung Ihrer Hochzeit überlegen... Denkt er an all die schönen Hintern, die er nie wieder begrapschen kann. Sie ist gestrichen. Bestens. Und so wird aus einem knallharten Businessman... Au! ...ein au. Einfühlsamer Frauenversteher. Was würde eine Frau sagen? Du bist eine Frau. Ist schon klar. Ja. Okay. Ich möchte nur, dass du sensibel bist. Danke. Ganz New York fragt sich, wer ist Cindy? Ja! Ich bin total frustriert darüber, in welche Richtung sich das entwickelt. Es ist unglaublich, dass Sie das gewagt haben. Na, eine von uns beiden will er offensichtlich. Er hat eine Freundin. Zum Teufel mit der. Ich nehme an, die ist sowieso schon bald tot. Charlie Sheen, Denise Richards, John Lovitz. Good advice, guter Rat ist teuer. Ich brauche deine Hilfe. Glaubst du, ich gebe mein Geld einer Kummerkastenkolumnistin? Ich bin doch keine Frau. Das kann ich dir machen. Good advice, guter Rat ist teuer.